Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei unserer Veranstaltung Internationales Privates Wirtschaftsrecht. Wir befinden uns im Themenkreis 3 der Selbstregulierung der Wirtschaft. Wir haben bereits zwei Themenkreise abgeschlossen. Zunächst mal den Grundlagenteil zur Globalisierung und dann den Teil zu internationalem Einheitsrecht, wo wir uns beispielhaft angesehen haben, das Wertpapierrecht und das Transportrecht. Wir haben gesehen, das sind Gebiete, wo die internationale Regelung auf der Hand liegt, denn sowohl Zahlungen als auch die Lieferung von Waren werden regelmäßig grenzüberschreitend geschehen müssen, damit Globalisierung überhaupt möglich ist. Wir haben auch gesehen, dass Scheck und Wechsel heute praktisch irrelevant sind. Trotzdem ist das Ganze ein Beispiel dafür, wie Rechtsvereinheitlichung funktionieren kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie jetzt für die Klausur Details des Scheck- und Wechselrechts lernen müssen. Ich hatte selbst geguckt, ob es da irgendwas Aktuelles so gibt. Und das Ganze ist ein Thema, was ungefähr so spannend ist wie der Pferdekauf. Das ist also eher ein Randthema. Heute geht es um die Selbstregulierung der Wirtschaft. Was verbirgt sich dahinter? Nun, wir werden uns angucken, das Schlagwort Lex Mercatoria, das Gewohnheitsrecht des Handels, das, was die internationalen Kaufleute üblicherweise machen. Dann gucken wir uns näher an die Incoterms als Beispiel für eine Art allgemeiner Geschäftsbedingungen, die die International Chamber of Commerce vorgeschlagen hat. Und schließlich werfen wir einen Blick auf softe Verhaltenskodizes, die sich Unternehmen selbst geben, die von internationalen Organisationen geschaffen werden oder die staatlicherseits vorgegeben sind. Sie sehen also ein relativ breit gefächertes Thema und wir werden uns da dann im Einzelnen mit befassen. Nur noch mal im Überblick, wir befinden uns immer noch im allgemeinen Teil dieser Vorlesung. Das heißt, wir reden hier über allgemeine Grundlagen. Nächste Stunde ist die letzte Stunde zum allgemeinen Teil und dann schließen sich Veranstaltungen zu einzelnen Rechtsgebieten an. Wir werden uns mit dem UN-Kaufrecht befassen. Diejenigen von Ihnen, die einen IPR-Schwerpunkt haben, werden nur müde gähnen können. Wir haben eine Stunde Zeit und werfen einen Blick auf typische Probleme, die ein solches Einheitsrecht aufwirft. Dann haben wir das internationale Gesellschaftsrecht. Das dürfte alle interessieren, denn jemand mit Schwerpunkt Gesellschaftsrecht dürfte in dieser Vorlesung nur dann sitzen, wenn er die Kombination Handels- und Wirtschaftsrecht gewählt hat. Dann hat er in der Tat auch den gesellschaftlichen Schwerpunkt, aber selbst da wird das IPR eigentlich nicht behandelt. Dann gucken wir uns das internationale Wettbewerbsrecht an. Auch das hat kein anderer Schwerpunkt in diesem Kontext. Und schließlich das Immaterialgüterrecht, das heißt das Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht. Also ein sehr umfangreiches Programm, was noch vor uns liegt. Also sollte ich auch nicht zu lange rumtrödeln. Zeit nehmen möchte ich mir aber wieder für die Wiederholung der letzten Stunde. Und auch da habe ich wieder versucht, beispielhafte Klausurfragen herauszuarbeiten. Und die einfachste Frage ist eine sehr offene. Welche Probleme bestehen bei völkervertraglich fundiertem Einheitsrecht? Und wir haben darüber gesprochen und haben gesehen, das erste Problem ist, dass es keine letztinstanzliche Entscheidungsinstanz gibt, die ebenfalls international ist. Das heißt, der US Supreme Court ist nicht an die Entscheidung des BGH gebunden und der BGH nicht an die Rechtsprechung des Supreme Court. Wenn es aber ein Übereinkommen gibt, wie zum Beispiel im Transportrecht oder wie beispielsweise im Wertpapierrecht, ist es wichtig, dass die Ausdrücke überall gleich verstanden werden. Wir haben weiterhin das große Problem bei internationalem Einheitsrecht, dass es immer wie ein Fremdkörper in den jeweiligen Rechtsordnungen wirkt. Das heißt, es kann durchaus Wertungswidersprüche zu dem geben, was die dortigen Juristen eigentlich gewohnt sind.
Dann haben wir natürlich das Problem der verschiedenen Sprachen, denn ein Text kann auf Englisch, Französisch und Chinesisch verbindlich sein. Wenn die verschiedenen Fassungen aber was Verschiedenes aussagen, ist die Frage, was denn nun eigentlich insgesamt gelten soll. Das kennen Sie auch aus dem Europarecht, wo ja bekanntlich alle Sprachen der EU Amtssprachen sind und damit auch bis zu 20 verschiedene Fassungen einer Richtlinie vorliegen und man sich fragen muss, welche Fassung setzt sich da durch? Wir haben dann noch Probleme gesehen mit der Durchsetzung, wenn einzelne Staaten das schleifen lassen oder nur die Teilnehmerzahl zu klein ist, dann funktioniert das ganze Modell nicht mehr. Und wir haben gesprochen über das Problem der Versteinerung. Das heißt, dass ein Recht, was mühsam über völkerrechtlichen Vertrag geschaffen worden ist, nur sehr schwer zu ändern ist. Denn die Staaten, die sich damals auf einen Kompromiss eingelassen haben, müssten sich alle wieder auf einen neuen Kompromiss einlassen, was eher zweifelhaft ist. Damit ist das ein sehr langsames und sehr staatliches Recht, was je nach Rechtsgebiet durchaus behindernd wirken kann. Dann haben wir gesprochen über Lösungsoptionen. Lösungsoptionen sind zum Beispiel die Schaffung einer besonderen Gerichtsbarkeit. Das haben wir zum Beispiel beim einheitlichen europäischen Patent, wo wir genau das haben mit einer Patentgerichtsbarkeit, die europäisch und nicht einzelstaatlich organisiert sein soll. Wir sehen aber auch gerade in Deutschland, dass das verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen mag, weil das eben kein Gericht ist, was deutschen Maßstäben genügen muss, sondern nur europäischen. Wir haben dann gesehen, dass natürlich im Europarecht das Problem dadurch entschärft, dass wir den EuGH haben, der Richtlinien auslegt, mit der Gefahr, dass jemand nicht vorliegt und damit trotzdem eine divergierende Rechtsprechung entsteht. Wir haben weiterhin gesehen, dass ein Lösungsweg bilaterale Abkommen sind. Da ist der Beteiligtenkreis so klein, dass das Ganze besser kontrollierbar ist. Und wir haben gesehen, dass in vielen Abkommen regelmäßige Konferenzen zur Verbesserung stattfinden, in der Hoffnung, dass das Ganze so aktuell gehalten wird. Dann haben wir uns Beispiele angeguckt, wo es punktuelle Vereinheitlichungen gibt. Und da sollten Ihnen direkt die Schlagworte Transportrecht und Wertpapierrecht einfallen. Und wir haben auch konkret darüber gesprochen, dass es da um die Haftung beim Transport geht und im Geldrecht eben um die Möglichkeit, solche Ansprüche auch durchzusetzen. Das heißt, wann ein Wertpapier verbindlich ist und wann nicht. Das betrifft insbesondere auch den gutgläubigen Erwerb. Das heißt, wann man wem gegenüber erfüllen kann und wann ein Rechtsschein hinreichend begründet ist. All das haben wir letzte Woche gemacht. Diese Woche geht es dagegen ans privatgesetzte Recht, ans Soft Law, und da fangen wir an mit der Lex Mercatoria. Die Lex Mercatoria hat eine extrem lange Tradition. Es ist ungefähr das, was wir im Deutschen als Handelsbräuche in 346 geregelt haben. Das Ganze gibt es spätestens seit dem Mittelalter, wo es in bestimmten Ständen bestimmte Gepflogenheiten gab. Also gab es unter Fischern oder unter bestimmten Händlern bestimmte Zeichen, die sich halt durchgesetzt haben. Heutzutage ist das Ganze stärker verrechtlicht. Und wir reden da insbesondere auch von Standardvertragsklauseln, die bei vielen Verträgen einheitlich benutzt werden. Ein Beispiel dafür sind Standardklauseln wie die Incoterms, die wir uns gleich noch näher angucken werden, die hochformalisiert sind und gleichzeitig, wenn Sie den Originaltext wollen, auch an Lizenzgebühren geknüpft sind. Das heißt, anders als Gesetze, nicht für jedermann kostenlos verfügbar sind. Daneben haben wir auch den Versuch, bestimmte Bräuche zu kodifizieren im Rahmen sogenannter Principles. Das werden wir nächste Woche behandeln. Die Idee ist, dass man beobachtet, welche Regeln sich im internationalen Handel bewährt haben und diese in eine Art Gesetzbuch fasst und da Regeln aufstellt, was im internationalen Handel üblich und sinnvoll ist. Das Ganze hat eine Funktion der Lückenschließung. Wenn es in einem Vertrag keine Regelung gibt, gilt im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung das als vereinbart,
was die Parteien vernünftigerweise vereinbart hätten. Und da kann man selbstverständlich auf das gucken, was in der Branche üblich ist. Es gibt aber auch den extremen Fall, dass Parteien sagen, es sollen lückenschließend überhaupt keine staatlichen Gesetze gelten, also weder das deutsche BGB noch ein Code Zivil oder Ähnliches, sondern stattdessen gesagt wird, es sollen ausschließlich die Lex Mercatoria-Regeln gelten, ausschließlich das, was im Handelsverkehr üblich ist. Eine solche Rechtswahl wird, was haben wir gleich, werden wir gleich noch sehen, vor Gerichten nicht anerkannt, weil es keine staatliche Rechtsordnung ist. Sie können also nur einen Staat benennen und nicht irgendwie ein Weltraumrecht, das Recht der Romulaner oder das Recht der Kaufleute. Das heißt, eine Rechtswahl wäre insoweit nicht möglich. Sie können aber eine Lückenschließung, Sie können aber bei Schiedsgerichten eine solche Sache wählen. Das heißt, im Schiedsverfahren kann man auf die Lex Mercatoria zurückgreifen. In der Praxis stellt sich das Problem, wie findet der Richter raus, was Lex Mercatoria ist? Einen gewissen Hinweis finden Sie in einer Datenbank an der Uni Köln, wo da bestimmte Entscheidungen gesammelt sind. Darüber hinaus kann man natürlich da auch Sachverständige zu Rate ziehen, die solche Bräuche benennen. In den Kammer für Handelssachen haben wir genau aus diesem Grunde auch Handelsrichter, das heißt Laienrichter, und die sollen den Richter insoweit unterstützen, als sie über die Gepflogenheiten unter Kaufleute Erfahrung haben. Was Ähnliches müsste man hier auch im Schiedsverfahren machen. Man würde also nicht nur reine Wissenschaftler benennen, sondern Leute, die auch einen Praxisbezug haben und wissen, was hier in der Branche üblich ist. Warum ist das Ganze sinnvoll? Nun, ganz einfach, weil das, was für ein Unternehmen gut ist, im Zweifel nicht unbedingt dasjenige ist, was ein Staat will, beziehungsweise, wie wir in der ersten Stunde gelernt haben, wird ein Staat nicht immer wissen, was sinnvolle Regeln sind. Darüber hinaus haben wir in der letzten Stunde gelernt, dass es ewig dauern kann, bis sich Staaten geeinigt haben und selbst dann oft nicht klar ist, worauf man sich eigentlich geeinigt hat, weil die Sprache sehr undeutlich ist. Wenn sich also Kaufleute unabhängig von den Staaten einigen, hat das den großen Vorteil, das geht schnell, formlos und ohne politischen Druck, sodass man im Zweifel eine einfache Plattform für alle erreicht. Und das ist natürlich für Sie als Juristen im Wirtschaftsrecht besonders spannend, denn wenn es so eine Plattform gibt, dann können Sie auch als deutscher Jurist ein Unternehmen in Hongkong beraten oder ein Unternehmen in den USA, denn es gibt unabhängig von dem, was Rechtstradition ist, ein eigenes Regelwerk, was für alle einheitlich gilt. Profitieren tun davon auch die Entwicklungsländer, die eben noch keine detaillierte und ausführliche Rechtstradition haben, sondern hier auf etwas zurückgreifen können, was eben schon etabliert ist. Das heißt, die Standards sind flexibel und ziehen die Neueintretenden immer mit. Das Ganze führt zu optimalen Ergebnissen, insoweit als der Handel halt keine Regeln akzeptieren wird, die unnötig formalistisch sind oder die eine Partei übermäßig benachteiligen, sodass da langfristig gerade für die Handelsbeteiligten effiziente Regeln entstehen. Natürlich bleiben dabei außer Acht Ziele der Allgemeinheit, sowas wie Umweltschutz, Jugendschutz, Verbraucherschutz. Aber es ist zumindest ein Regelwerk, was grenzüberschreitende Transaktionen erleichtert oder gar erst ermöglicht. Das Ganze hat nicht nur die Wissenschaft erkannt, sondern das Ganze haben auch die zuständigen Stellen erkannt. Wir haben letzte Woche kurz über Unidra gesprochen und haben gesehen, dass das ein wissenschaftliches Institut ist. Und die sagen, grundsätzlich ist es eine Sache, die außerhalb dessen liegt, was der Staat regelt. Der Handelsverkehr braucht seine eigenen Regeln. Und das liegt daran, weil eben kein Staat umfassend zuständig sein kann für grenzüberschreitende Transaktionen. Und
wenn das Ganze so auf die Staaten aufgespaltet würde, dass jeder Staat was zu sagen hat, dann wäre grenzüberschreitender Handel praktisch unmöglich. Stellen Sie sich Fälle vor, wo die Ware in Deutschland gekauft wird und nach USA transportiert werden soll von einem ägyptischen Schifffahrtsunternehmen und einem niederländischen Lkw-Unternehmen und zwischendurch auch noch irgendwelche Servicetechniker in den USA tätig werden sollen, die aber in Mexiko arbeiten, also die aus Mexiko kommen, dann sehen Sie, wie viele Staaten in solchem Fall beteiligt sein können. Und wenn jeder Staat da seine Rechtsordnung einbringen kann, dann würde das großes Chaos verursachen. Ich habe schon gesagt, in 346 HGB stehen solche Gewohnheiten und Gebräuche drin. Dabei geht es natürlich um die rein nationalen Handelsbräuche und nicht um die Lex Mercatoria im internationalen Handelsverkehr. Eine ähnliche Regelung finden Sie auch im UN-Kaufrecht in Artikel 9 Absatz 2 CISG. Da steht nämlich drin, die Parteien haben sich im Zweifel stillschweigend auf Gebräuche bezogen, die sie kannten oder kennen mussten und die im internationalen Handel weithin bekannt sind und von Parteien derartiger Verträge regelmäßig beachtet werden. Das heißt, im Zweifel sind solche Handelsbräuche bei Verträgen zu berücksichtigen. Gut. Warum soll das Unternehmen das jetzt machen? Ich habe es schon angedeutet. Allein die Anwendung nationaler Regeln kann zu Unsicherheiten führen. Wenn Sie also das Risiko haben, dass deutsches Recht anwendbar ist, mag das für einen Amerikaner abschreckend wirken. Umgekehrt kann es für einen Deutschen abschreckend wirken, wenn man ihm sagt, möglicherweise gilt für diesen Vertrag russisches Recht, weil der Deutsche keine Ahnung hat, was das russische Recht regelt. Das Ganze kann sich über die Unsicherheit hinaus auch in konkreten Nachteilen äußern. Wenn der eine bessere Rechtskenntnis hat, kann er möglicherweise Hintertüren einbauen, sowas wie Widerrufs- oder Vertragslösungsrechte. Oder er hat zumindest vor den Gerichten seines Eigenstaates einen Vorteil, weil er weiß, welche Dokumente sinnvoll zu produzieren sind, um einen Prozess zu gewinnen. Solche Heimvorteile sind regelmäßig ein Hindernis bei grenzüberschreitenden Geschäften. Das heißt, man versucht, sie zu vermeiden, indem man nationales Recht so weit wie möglich ausschließt. Das zweite Problem liegt in den Staaten selber. Staaten selber bevormunden ihre Bürger im Interesse der Allgemeinheit. Sie sagen, als Verbraucher kann ich nicht wirksam auf ein Widerrufsrecht verzichten. Sie sagen, als Verbraucher kann ich nicht wirksam auf die Gewährleistung verzichten, auch wenn das den Preis möglicherweise in die Höhe treibt. Und solche rein nationalen Regeln haben das weitere Problem, dass sie durchaus unterschiedlich sein können und möglicherweise sich das strengste System immer durchsetzt. Das kann Sie davon abhalten, grenzüberschreitende Geschäfte zu machen. Und die Alternative des Einheitsrechts ist praktisch bislang bis auf Randgebiete wie Transportrecht und Wertpapierrecht immer noch die Ausnahme. Die Folge ist, dass die Gemeinschaft der Kaufleute, die Societas Mercatorum, selbst ihr eigenes Recht schafft, indem sie bestimmte Klauseln in bestimmten Verträgen standardisiert oder sonst auch für ihr konkretes Unternehmen möglichst umfangreich alle vertraglich relevanten Regeln in AGB regelt, sodass es letztendlich keine Einfallstore mehr für das nationale Recht gibt. Die verbleibenden Lücken sollen dann eben nicht geschlossen werden durch Anwendung des deutschen, spanischen, liberischen oder russischen Rechts, sondern durch die ungeschriebenen Handelsbräuche in der jeweiligen Branche. Die Lex Mercatoria wird schlicht dadurch durchgesetzt, dass es möglichst viele Verträge gleicher Art gibt. Das heißt, allein die Masse sorgt dafür, dass sich Leute an bestimmte Sachen gewöhnen. Wenn es also ist, dass ein Eigentumsvorbehalt absolut branchenüblich ist, kann sich niemand davon überrascht fühlen. Und alle müssen damit rechnen, dass eine solche Regelung gewollt ist. Darüber hinaus
gibt es eine informelle Bindung, weil man im Zweifel nicht nur ein Geschäft machen will, sondern die meisten Geschäftsbeziehungen sind auf eine Reihe von Geschäften angelegt. Das heißt, man muss darauf vertrauen können, dass der Geschäftspartner dauerhaft im Rahmen seiner Verpflichtung handelt. Das heißt, internationale Beziehungen sind in besonderer Weise Vertrauensbeziehungen, ein bisschen wie eine Ehe, und man muss da eben auch ernst und kooperativ dran mitarbeiten. Dann, wenn allein der gute Wille nicht reicht, gibt es Schiedsverfahren, die eben nicht nur staatliche Rechtsordnungen, sondern auch solche privaten Rechtsordnungen durchsetzen können. Und das Schiedsverfahren, wissen Sie vielleicht alle, ist ein Mechanismus alternativer Streitbeilegung, und es ergibt verbindliche Schiedssprüche, die in Deutschland zwangsvollstreckt werden können und bei der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit sogar in allen Staaten der New Yorker Übereinkunft, das heißt in den meisten zivilisierten Staaten der Welt. Das heißt, mit einem Schiedsspruch kommen Sie weiter als mit einem deutschen Urteil, was in den meisten Staaten der Welt erst von den dortigen Gerichten anerkannt werden muss. Schließlich, zwischen diesem blinden Vertrauen und dem aufwendigen Schiedsverfahren stehen die, soften Durchsetzungsmechanismen. Die können darin bestehen, dass ein Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt wird. Das heißt, dass man mit dem keine Geschäfte mehr macht. Wer also einmal lügt, der kann möglicherweise überall seine Kunden verlieren, weil einfach alle sagen, der ist unzuverlässig, mit dem mache ich keine Geschäfte. Das kennen Sie in formloser Weise auch vom Online-Shopping, wo es auch solche Qualitätssiegel gibt, und Sie vertrauen nur denjenigen, die ein entsprechendes Qualitätssiegel haben. Wer nur einen Stern als Verkäufer bei eBay oder Amazon Marketplace hat, der hat Schwierigkeiten, Kunden zu finden. Die zweite Drohmöglichkeit ist die Mitgliedschaft in bestimmten Verbänden. Möglicherweise kann man sagen, du darfst nicht mehr Mitglied in unserem Verband sein, was ebenfalls mit Vorteilen verbunden ist, und daher ist das ein Angstmoment. Schließlich kann man Vorauszahlungen verlangen oder Kautionen und sagen, wenn du dich an die Regeln hältst, verfällt deine Anzahlung, deine Kaution oder Ähnliches, dann ist auch das ein letztlich relevantes Kriterium. Und schließlich gilt eben der Grundsatz, man begegnet sich immer zweimal, und wenn Sie erstmal die Reputation verloren haben, dann werden Sie im Zweifel langfristig immer schlechtere Konditionen kriegen und dadurch weniger gewinnen. Es lohnt sich also nicht, die anderen übers Ohr zu hauen und sich gegen das, was üblich ist, zuwiderzusetzen. Wie kommt man jetzt zur Lex Mercatoria? Die Lex Mercatoria ist ein transnationales Recht, das heißt ein Recht, was zwischen den Staaten besteht. Es ist aber kein in sich geschlossenes Rechtssystem, wo wir einen Gesetzestext haben, der das kodifiziert. Die explizite Wahl der Lex Mercatoria in einem Vertrag kann also nicht auf ein geschlossenes Normwerk zurückgreifen. Wenn Sie sagen, es gilt das deutsche Recht, gilt halt alles, was in Deutschland gilt, vom UN-Kaufrecht über das HGB bis zum BGB. Wenn Sie sagen, es gilt die Lex Mercatoria, wird damit ein sehr diffuser Normentatbestand umfasst. Sie können auch einfach nur negativ sagen, ich möchte gerne keine nationalen Rechtsordnungen, sondern ich möchte übernational tätig werden. Wenn Sie also sagen, es soll kein nationales Recht gelten, kann nur das transnationale Recht anwendbar sein. Ich habe hier eine Frage bekommen, und die Frage ist in der Tat berechtigt. Warum lassen sich denn Staaten darauf ein, dass ich einen Schiedsspruch bei ihnen vollstrecken kann? Wenn die das so machen, dann riskieren sie doch, dass ihre Rechtsordnung nicht mehr ernst genommen wird, sondern die Leute einfach nur noch in die Schiedsgerichtsbarkeit gehen. Nun, auch da gilt, dass ein Staat, der sagt, wir vollstrecken keine Schiedssprüche, letztendlich für sein Unternehmen einen Nachteil begründet, denn diese Unternehmen können nicht ernsthaft im Ausland versprechen,
denn Ihr Geschäftspartner im Ausland könnte dann nicht gegen Sie vollstrecken, beziehungsweise nur gegen Sie vollstrecken, wenn ein deutsches Gericht das Unternehmen dazu verurteilt. Und das wäre dann ein Seriositätsverlust. Und das wäre in der Folge für das Unternehmen halt ein Vertrauensverlust, der verhindern würde, dass es die bestmöglichen Preise erzielen kann. Wer sich einem strengen Haftungsregime unterwirft, der signalisiert Seriosität. Wenn Sie eine Vertragsstrafe freiwillig eingehen und auch sicherstellen, dass sie vollstreckt wird, werden Sie ernst genommen und kriegen bessere Konditionen. Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie sich versichern, dann haben Sie auch ein besseres Gefühl. Also ein Verkäufer, der die Lieferung versichert, ist deutlich besser. Gut, dann zum nächsten Punkt. Wie gehen wir mit dem Ausschluss der Wahl nationalen Rechts um? Nun, grundsätzlich gilt Parteiautonomie. Sie können wählen, was Sie wollen. Das steht in allen IPR-Regeln, das steht in der Rom I und der Rom II-Verordnung. Allerdings eben nur im Rahmen der nationalen Rechtsordnungen. Zwingendes Recht können Sie nie abwählen. Sie können also auch mit der Wahl der Lex Mercatoria keine Sklaverei, Kinderarbeit oder Drogendeals rechtfertigen. Das größere Problem ist aber, dass staatliche Gerichte niemals nichtstaatliche Normen anwenden. Das heißt, ein deutsches Gericht braucht irgendeine Rechtsordnung, die es anwenden kann. Das heißt, die Rechtswahl, die ich eben genannt habe, es gilt kein nationales Recht, oder die Wahl der Lex Mercatoria sind beide für deutsche Gerichte nicht verbindlich. Deutsche Gerichte brauchen immer ein staatliches Recht. Was diese Klausel meint letztendlich aus Sicht der Rechtsprechung ist, dass etwaige Lücken geschlossen werden sollen durch die Lex Mercatoria, beziehungsweise, soweit rechtsdispositiv ist, vorrangig auf die Lex Mercatoria zurückgegriffen wird. In Schiedsverfahren ist es dagegen unproblematisch, die nationalen Rechtsordnungen auszuschließen. Deshalb spricht 1051 ZPO auch von Rechtsvorschriften. Das heißt, darunter würden auch reine vertragliche Regelungen und reine Handelsbräuche fallen. Der Hauptgrund, warum wir solche privaten Normen nicht als Gesetze oder als Recht anerkennen, sondern immer irgendeine Öffnungsklausel oder einen rechtlichen Angriff brauchen, ist, dass diese Normen nicht in einem rechtsstaatlichen Verfahren entstanden sind. Das heißt, sie sind per se undemokratisch, denn es hat sich nicht das Parlament beschlossen, sondern Unternehmen untereinander ausgeklügelt. Und damit findet auch kein Interessenausgleich statt. Schließlich ist das Problem an diesem Ganzen, dass eben die Lex Mercatoria weder statisch ist, dass man sie heute aufschreiben könnte, noch hinreichend bestimmt, sondern viele Sachen eine Frage des Einzelfalls sind und extrem branchenabhängig zu betrachten sind. Das heißt, die Lex Mercatoria in dem Sinne ist mit Sicherheit transnational, aber sie ist wohl nicht branchenunabhängig. Wenn es um Pelzhandel gilt, gilt was anderes, als wenn es um den Handel von, weiß ich nicht, Weintrauben geht. Wenn es um Computerchips geht, sind die Regeln wahrscheinlich andere, als wenn es um Papier oder Baumstämme geht. Die Frage, die hier gerade kommt, ist, gibt es eine einheitliche transnationale Lex Mercatoria oder hat nicht jeder Rechtskreis seine eigenen Regeln aufgrund der kulturellen Hintergründe? Sicherlich haben einzelne Rechtskreise andere Regeln. Das wissen Sie an den Lehrbuchbeispielen aus der Vorlesung Handelsrecht. Zum Beispiel gelten auf dem Hamburger Fischmarkt andere Regeln als auf einem Fischmarkt in Bremen, obwohl die Städte sehr nah aneinander sind. Allerdings in dem Moment, wo ein Bremer mit einem Hamburger Verträge schließt, bilden sich sehr schnell bestimmte Gepflogenheiten raus. Und in dem Bereich, von dem wir hier reden, sagen wir, der Import von Bananen,
ist es so, dass ein ganz geringer Teil von Bananen in den jeweiligen Staaten selbst verbraucht wird, so ein großer Teil exportiert wird. Und da bilden sich sehr schnell typische Regeln und Praktiken heraus im internationalen Bananenhandel, das oder Kartoffeln, stellen sich Kartoffelhandel vor, und die gelten dann rechtskreisunabhängig für alle Staaten. Es geht also nicht um die nationale Lex Mercatoria, sondern es geht gerade um die Regeln, die den internationalen Handel betreffen. Das heißt, welche Regeln gelten bei Verträgen zwischen zwei Staaten in dieser Branche? Das heißt, die Lex Mercatoria ist weniger national geprägt als vielmehr branchenweise geprägt. Beantwortet das die Frage? Gut. Das zum Thema Lex Mercatoria. Wir werden nächste Woche noch ein bisschen darauf zurückkommen, wenn wir über die Unidraw Principles sprechen, die eben versuchen, solche Prinzipien, die bei Verträgen, die staatenüberschreitend und rechtsordnungsüberschreitend sind, zu kodifizieren. Wir werden dann sehen, das sind durchaus anschauliche Regeln. Ob die wirklich das widerspiegeln, was üblich ist, weiß man nicht, aber sie sind zumindest ein Indiz und sie können einen gewissen Hinweis liefern. Heute wollen wir uns auf etwas stärkere Regeln konzentrieren. Wir gucken uns gleich an die sogenannten Incoterms. Die Incoterms sind Vertragsklauseln, die in allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt sind. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz unterbrechen. Einen Moment bitte. So, entschuldigen Sie, es hat gerade geklingelt. Das sind die Sachen, die halt beim Homeoffice passieren. Gut, wir kommen jetzt zu den Incoterms. Die Incoterms sind, wie gesagt, vertragliche Regelungen und damit deutlich stärker als das, was wir als Handelsbräuche eben gehört haben. Der entscheidende Teil der Incoterms ist, dass sie fixiert sind und sehr detailliert ausgestaltet sind durch die ICC. Sie sehen auch dieses kleine R, das heißt Registered Trademark. Die sind also markenrechtlich geschützt. Ich darf Ihnen also hier keinen Originaltext liefern, sondern ich muss mich hier mit Hörensagen beschränken. Sie kriegen also hier die Kurzfassung, was ist das und wofür ist das wichtig. Die Incoterms kommen, wie ich eben schon gesagt habe, von der ICC, der International Chamber of Commerce in Paris. Die haben wir letzte Woche kennengelernt, als wir über internationale Organisationen gesprochen haben. Und rein rechtlich ist es ein Teil, den wir als allgemeine Beschäftigung qualifizieren würden, die allerdings nicht derjenige, der sie stellt, formuliert hat, sondern die ICC allgemein vorformuliert hat und die jeder in seine Verträge einbeziehen kann. Da es sich um AGB handelt, müssen sie natürlich vereinbart werden. Das heißt, wir brauchen eine Einigung von beiden Parteien. Der eine sagt, es gilt die Klausel sowieso und der andere stimmt zu. Was regeln jetzt diese Incoterms? Nun, sie regeln verschiedene Komplexe, die für uns eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Wenn Sie mal hier auf den Punkt 5 gucken, dann steht da Gefahrübergang. Den kennen Sie alle aus dem Kaufrecht, der ist wichtig, weil das der Moment ist, ab dem das Ganze in die Gewährleistung reingeht und vorher ist halt Nichtleistung. Es geht aber auch hier um Fragen wie Versicherung, es geht zum Beispiel um Fragen wie, wer zahlt den Zoll, es geht um Fragen wie, wie weiß ich nach, dass die Ware übergegangen ist. Es geht darum, wann ist eine Rügeobliegenheit, wie tief muss ich prüfen und so weiter. All das regeln diese Incoterms. Und ich habe mal versucht, das so als Tabelle darzustellen.
Es geht erstmal um die allgemeinen Pflichten und dann kommt eine ganz lange Liste von Punkten, die entweder links oder rechts sein können. Das heißt, die Genehmigungsproblematik kann dem Verkäufer zugewiesen sein oder dem Käufer. Die Prüfung kann dem Verkäufer zugewiesen sein oder dem Käufer. Und so weiter und so fort. All das kann auf jeder der beiden Seiten stehen, sodass hier eine flexible Kombination möglich ist. Die Incoterms sind aber keine komplette Regelung eines Kaufvertrages oder auch nur der Hauptleistungspflichten aus dem Kaufvertrag. So gibt es zum Beispiel keine Regelungen zum Eignungsübergang oder zum Eignungsvorbehalt. Der Grund dafür ist, dass gerade im Sachenrecht die Rechtsordnung extrem divergieren. Das schöne Trennungs- und Abstraktionsprinzip kennen wir Deutschen, aber der Großteil der Welt kennt es nicht, sodass so Sachen wie ein Eignungsvorbehalt, der den Eignungserwerb mit dem schuldrechtlichen Geschäft verknüpft, schlicht überflüssig sind, sondern man bedingt halt dann den ganzen Vertrag. Auch Punkte wie Liefertermine sind von den ICC, von den Incoterms nicht betroffen. Leistungsstörungsrecht, das heißt die Gewährleistung als solche, gibt es Schadensersatz, kann man zurücktreten, gibt es vielleicht eine Nachbesserung oder ist die Haftung begrenzt auf bestimmte Höchstbeträge, auch das ist nicht geregelt. Und das geistige Eigentum, das heißt Markenrechte, Patentrechte, Urheberrechte, sind komplett ausgeklammert. Last but not least, auch die Finanzierung, das heißt, ob ich eine Bürgschaft gebe, ob ich irgendwelche Sicherheiten geben muss oder ob ich mit einer Banküberweisung zahle, all das ist nicht geregelt. Es geht ausschließlich um die mit der Ware verbundenen Gefahren. Ich habe hier von der offiziellen Incoterms-Seite mal versucht, grafisch zu übernehmen, welche Regelungen es da gibt. Sie sehen links, es geht um verschiedene Transportmittel, nämlich Flugzeuge, Schiffe, LKWs und Eisenbahnen. Und Sie sehen oben in dieser Zeile den Transport vom Verkäufer, dem Seller, zum Buyer. Und Sie sehen, da gibt es verschiedene Knotenpunkte, können wir sagen. Zum einen die Verschiffungsplätze, die Cargo Terminals. Sie kennen den ZBB in Passau, den ZOB in Passau. Und genau das ist die Idee, da wo die Ware ein- und wieder umgepackt wird. Dann Customs, der jeweilige Zoll. Und dann das große Meer, wo es aufs Schiff geladen wird. Dann wird es vom Schiff wieder entladen. Dann kommt es auf den Zoll des Empfängerstaates. Dann wird es umgeladen in den LKW. Und dann wird es zum Käufer transportiert. Und Sie sehen jetzt hier rechts, da stehen coole Codes. EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU. Und Sie sehen hier oben, was das bedeutet. XW steht für Ex-Works. FCA steht für Free Carrier, CPT steht für Carriage Paid To und so weiter und so fort. Und jetzt sehen Sie hier so Balken. Und diese Balken sollen Ihnen sagen, wenn es hellblau ist, ist das das Risiko des Verkäufers, beziehungsweise muss der Verkäufer die Kosten tragen. Wenn das dunkelblau ist, ist es das Risiko des Käufers. Und Sie sehen im einfachsten Fall, oben wo XW steht, trägt der Verkäufer das Risiko nur innerhalb seiner Werkhalle. Sobald das auf den LKW geladen ist, gehen Kosten und Gefahr auf den Käufer über. Das heißt, er muss alle Zölle, alle Versicherungen zahlen, riskiert beim Verlust trotzdem zahlen zu müssen. Das heißt, hier haben Sie das, was wir als Hohlschuld qualifizieren würden. Und Sie sehen den Gegenfall, das ist die Klausel DPU, Delivered at Place Unloaded. Da muss der Verkäufer die Ware bis zum Käufer bringen und auf dem Grundstück des Verkäufers entladen. Und erst für die Strecke zwischen dem Entladen auf dem Grundstück bis zum Transport in die Fabrikhalle trägt der Käufer die Gefahr und die Kosten. Alles andere ist das Problem des Verkäufers. Wenn es also auf der Strecke verloren geht, dann muss der Verkäufer erneut liefern oder Schadensersatz leisten. Der Verkäufer muss Versicherungen bezahlen, Zölle bezahlen und so weiter und so fort.
Und Sie sehen dann, das kann man in verschiedener Weise abstufen. Man kann zum Beispiel die Versicherung ausklammern. Man kann zum Beispiel die Risiken teilen von den Kosten. All das sind denkbare Kombinationen. Und für alles gibt es diese coolen drei Buchstabencodes. Dasselbe gibt es auch noch spezifisch für Seetransport. Da gibt es dann diese tollen Regelungen FAS, FOB, CFA und CIF. Und Sie sehen, die Abkürzungen haben auch eine Bedeutung. Free alongside ship, free on board, cost and freight und cost insurance freight. Und Sie sehen, das betrifft auch alles wieder verschiedene Zeiträume, wo das Risiko verteilt wird. Das müssen Sie nicht auswendig lernen, nur falls jemand auf die Idee kommen sollte. Das Ganze soll Ihnen nur zeigen, es gibt viele denkbare Konstellationen, wie Sie Kosten, Risiko und Versicherung verteilen können. Nochmal, E steht für abholen, das heißt, der erste Buchstabe ist der wichtige. Dann gibt es den Buchstaben F, das heißt free, und das bedeutet, der Verkäufer wird frei, bevor es zum großen Transport kommt. Und da haben wir FOB, FCA und FAS. Wenn Sie sich auf unseren Bildern das angucken, das ist nur die Frage, wo die Grenze ist. Der Unterschied zwischen FAS und FOB ist, im einen Fall ist das Verladen auf das Schiff noch dabei, im anderen Fall ist das Verladen auf das Schiff schon das Risiko des Käufers. Und genauso hier bei FCA, im einen Fall ist das Entladen noch das Problem des Käufers, des Verkäufers, im anderen Fall ist es das Problem des Käufers. Dann haben wir die Klauseln, die mit C anfangen. Und die C-Klauseln sind die Klauseln, die käuferfreundlich sind. Da muss der Verkäufer den Haupttransport mitbezahlen. Das heißt, er muss alles bezahlen, bis die Ware auf dem Hauptstück erledigt ist. Und die weitesten Klauseln sind die D-Klauseln. Die gehen schon fast Richtung Bringschuld. Da muss die Sache letztendlich beim Käufer ankommen. Allerdings auch da verschiedene Regelungen. Delivered at place unloaded, wie der Name schon sagt, ohne Abladen, einfach nur auf das Grundstück fahren. Die AP, das heißt bis zum Platz liefern. Und die DP, wie Sie hier sehen, nur bis zum Zoll. Also Sie sehen, das sind die verschiedenen Regelungsmöglichkeiten. Und man sieht alleine schon an der Ausdifferenzierung, dass es schon ein bisschen schwieriger ist als Bringschuld, Hohlschuld, Schickschuld, eben weil man auch noch Versicherung und Kosten separat regeln kann und vor allen Dingen, weil man eben mehr Anknüpfungspunkte hat als den am Anfang und den am Ende, nämlich auch in der Mitte und eben hier zwischen. Großer Vorteil ist, Sie müssen sich nicht mehr mit Details des deutschen Rechts oder der deutschen Rechtsprechung auseinandersetzen, sondern Sie können eine sehr bestimmte Klausel nehmen, die sehr detailliert ist. Sie sehen hier auch, ich habe hier links Klauseln von 2010 und rechts Klauseln von 2020. Daran sehen Sie, die Klauseln werden auch immer wieder aktualisiert und verbessert. Und diese Klauseln sind deshalb brandaktuell und spannend. Ja, also spezifische Klauseln statt knapper Gesetzestexte. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Details man regeln muss, um das rechtlicher zu machen, eben unter allen denkbaren Rechtsordnungen. Abschließend kommen wir zu einem eher nebulösen Thema, nämlich zu den sogenannten Codes of Conduct. Codes of Conduct sind Verhaltensregeln und solche Verhaltensregeln können aufgestellt werden von internationalen Organisationen, also der UN oder UNICEF oder wen auch immer Sie haben wollen. Sie können aber auch aufgestellt werden von Unternehmen selbst. Gerade Unternehmen aus Industrienationen behaupten immer, dass sie ihren Zulieferern besonders strenge Bedingungen auferlegen, um die dortigen Verhältnisse zu verbessern. Das heißt, wenn Apple Smartphones in China produzieren lässt, verbinden sie sich Kinderarbeit oder
Arbeit von Strafgefangenen oder Ähnliches. Das ist also relevant. Wird fingiert, dass alle Kaufleute Zugriff auf Incoterms haben? Nein, das wird nicht fingiert, sondern es wird von ihnen erwartet, dass sie sich beschaffen. Wenn sie also sagen, ja, ich stimme zu dem Incoterm CIF, dann wird erwartet, dass sie entweder wissen, was es bedeutet, oder das Geld in die Hand nehmen, um es herauszufinden. Es ist nicht die Aufgabe des Verkäufers, dem das einzeln mitzuteilen. Wenn der andere sagt, was ist das, dann kann er halt nachfragen, dann muss der Verkäufer ihm irgendwas sagen. Aber die Incoterms selber wird erwartet, dass man die kennt in der Branche. Und wenn man sich darauf einlässt, ist das halt Pech. Das ist aber generell das Problem bei Kaufleuten, dass sie da eben nicht die strengen Einbeziehungsregeln nach 305 Absatz 2 BGB haben, sondern dass da durchaus höhere Anforderungen zu stellen sind. Ein Käufer oder ein Verkäufer, der Kaufmann ist, von dem wird erwartet, dass er das liest und sich selber informiert, und er kann sich nicht darauf verlassen, dass er umfassend im Detail über alles aufgeklärt wird. Das ist also allgemeines AGB-Recht. Das ist weniger ein Problem der Incoterms, sondern generell ein Problem der Kaufleute. Deshalb können Sie bei Kaufleuten auch sehr unproblematisch AGB in Englisch vereinbaren, zum Beispiel, was bei Privatleuten eher problematisch ist. Ja, also, wie gesagt, ich habe Ihnen schon gesagt, Unternehmen wie Apple wollen eben verhindern, dass ihre Subunternehmen oder Zulieferer schlimme Dinge tun. Auch Volkswagen zum Beispiel möchte nicht, dass Zulieferer irgendwie die Umwelt verpesten und zwingt sie daher zu bestimmten Verhaltensnormen. Je größer und mächtiger Unternehmen ist, desto mehr kann es diese Verhaltenspflichten auch durchsetzen. Und insofern nutzt es mal seine Macht zu guten Zwecken. Gut, dann machen wir weiter mit dem Punkt, wie wirkt das Ganze? Nun, es wirkt ganz einfach als Best-Practice-Regeln. Das heißt, die Unternehmen, die einen solchen Code aufstellen, können damit werben und sagen, wir sind die Guten und wir tun alles, um euch zu schützen. Das heißt, sie publizieren Corporate Social Responsibility, CSR, und sagen, guckt, wir sind die Guten und wer sich nicht an unsere Regeln hält, ist viel schlechter. Das heißt, es hat Imagevorteile und es hat letztendlich auch Vorteile auf den Aktienkurs oder vielleicht auch auf den Produktabsatz. Rechtlich sind Code of Conduct unverbindlich. Da steht teilweise sogar ausdrücklich drin. Das heißt, kein Gericht kann jemanden verurteilen, weil er dagegen verstößt. Letztes Semester im UWG haben Sie aber gelernt, ein Unternehmen, das damit wirbt, dass es bestimmte Kodizes befolgt, handelt irreführend, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, das Ganze ist dann für die Unternehmen eben unverbindlich. Es ist für die Unternehmen dann doch sanktioniert, weil sie eben auf Unterlassung in Anspruch genommen werden können oder eben sogar auf Schadensersatz, wenn ein Mitbewerber einen Auftrag nicht bekommen hat aufgrund der vermeintlich besseren Umwelt- oder Arbeitspolitik der Konkurrenz. Der andere Weg, wie man solche Kodizes verbindlich machen kann, ist, dass man sie zu einem Vertragsbestandteil macht und dass man sagt, der Vertragspartner verpflichtet sich zur Einhaltung unserer Verhaltenskodizes. Wenn also die Telekom sagt, jeder, der mit uns einen Vertrag macht, verpflichtet sich, gegen Kinderarbeit und für die Umwelt zu sein, dann wird das Ganze als Vertragsklausel durchsetzbar und kann eben dann eine Kündigung oder Vertragsstrafen ermöglichen, wenn dagegen verstoßen wird. Darüber hinaus können solche Code of Conduct letztendlich zu einem internationalen Maßstab für die guten Sitten werden und möglicherweise können Regeln, die da drin sind, ein Mindestmaßstab sein, der dann zur Unwirksamkeit von Klauseln oder sogar zu Schadensersatzansprüchen führen kann. Allerdings setzt das voraus, dass es wirklich universell akzeptiert ist,
Und das kann bei solchen Regeln eben sehr lange dauern, bis international die Leute sich einig sind, was ist schlimm, wenn man mit der Umwelt umgeht, was ist schlimm, wenn man mit Menschen oder Tieren umgeht. Das heißt, das kann einen Stimmungswechsel verursachen, aber eben erst sehr langfristig. Das Ganze hat auch rechtliche Bedeutung mitunter. Dazu gibt es den legendären Fall der nigerianischen Masken. Und da geht es um Kunstgegenstände von aus Afrika nach Deutschland. Und da hat jemand einen Transport von Kunstgegenständen versichert bei einer deutschen Versicherung. Und nach nigerianischem Recht durfte man Kunstschätze nicht exportieren. Das deutsche Recht sagt dagegen, ach, was kümmert uns das Ausland? Ausländische Schätze, kein Problem, darf man. Allerdings gab es zur damaligen Zeit schon Empfehlungen der UN, dass man als Staat Respekt vor fremdem Kulturgut haben sollte und eben nicht die fremden Staaten ausrauben sollte. Und nun kam es, wie es kommen musste. Es gab einen Schadensfall. Die Figuren gingen beim Transport verloren. Und der Besteller verlangte nun von seiner Versicherung die entsprechende Ersatzzahlung aufgrund des Versicherungsvertrages. Und die Versicherung sagte, ja, tut uns echt leid, der Vertrag ist sittenwidrig, wir zahlen nicht. Und der BGH musste sich nun fragen, was kann ich dagegen tun? Muss ich jetzt hier die Versicherung verurteilen oder nicht? Und der BGH hat zunächst mal geprüft, der Vertrag könnte gegen 134 verstoßen, hat festgestellt, es gilt aber hier nicht das nigerianische Recht, sondern das deutsche Recht. Insofern genügt dieses Verbot nicht. Und hat dann im nächsten Schritt aber geprüft, möglicherweise der Vertrag nach 138 Absatz 1 BGB nichtig. Und dann hat er geprüft, ob hier dieses Verbot möglicherweise nach deutschem Recht die guten Sitten prägt. Hat er gesagt, naja, was Nigeria regelt, kümmert erstmal die deutsche Kultur nicht. Aber es gibt diese UNO-Empfehlung von 1970 und die ist für alle Nationen irgendwie verbindlich, denn die UN ist ja ein internationales Gremium und wenn alle Nationen dazu bereit sind, dem zuzustimmen, dann ist das ein Indiz dafür, dass das international anerkannt ist und insoweit verstößt es gegen die guten Sitten, wenn man das trotzdem erlaubt. Deshalb sagt der BGH, wenn Nigeria wirklich den Export verbietet, dann ist das nach allgemeinem Völkerrecht zu beachten und dann ist das Ganze ein Grund für die Sittenwidrigkeit, wenn auch nicht für die Gesetzeswidrigkeit. So der BGH und insofern können solche Verhaltensregeln, die international anerkannt sind, auch eine Indizwirkung für 138.1 BGB haben. Der BGH formuliert, die Auswahl von Kulturgut entgegen einem Verbot des Ursprungslandes verdient im Interesse der Wahrung der Anständigkeit im internationalen Verkehr mit Kunstgegenständen keinen bürgerlich-rechtlichen Schutz, auch nicht durch die Versicherung einer Beförderung. Der deutsche Gesetzgeber geht aber aufgrund von europarechtlichen Vorgaben noch weiter. Er verlangt nämlich, dass jede börsennotierte Kapitalgesellschaft bestimmte zusätzliche Angaben macht, nämlich Social Responsibility Angaben. Und 289c Absatz 2 HGB sagt, ich muss dazu Erklärungen abgeben über Umweltbelange, insbesondere Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Luftverschmutzung, erneuerbare und nicht erneuerbare Energien und den Schutz der biologischen Vielfalt, Arbeitnehmerbelange, insbesondere Geschlechtergleichstellung, Arbeitsbedingungen, Umsetzung der grundlegenden Übereinkommen internationaler Arbeitsorganisation,
Achtung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sozialer Dialog, Achtung der Gewerkschaftsrechte, Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz. Das heißt, auch dazu muss ich mich explizit erklären, aber weitergehend noch Sozialbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption. Also das muss ich alles jedes Jahr erklären und sagen, wie stehe ich dazu, was habe ich geleistet, was sind meine Ziele und wie will ich die Ziele erreichen. Dieses Social Responsibility Reporting hat wieder keine Rechtsfolge. Wenn Sie schreiben, ich bin ein Schwein und trete die Menschenrechte mit Füßen, dann ist das vielleicht moralisch verwerflich, aber Sie werden dann nicht verklagt, sondern das Ganze soll nur den Markt warnen. Achtung, hier ist ein Schwein am Werk. Wenn ihr Aktien von denen kauft, dann seid ihr auch Schwein. Man will also indirekt die Leute zu einer bestimmten Verantwortlichkeit erziehen, indem man sie zwingt, selber zu gestehen, wie sie zur Umwelt stehen. Das Ganze, wie gesagt, ein EU-Konzept. Das hat aber international durchaus Anklang gefunden. Also ein Trend, der sich vielleicht schon bewährt hat. Ich habe schon gesagt, Unternehmen haben eigene Codes of Conduct. Die Telekom hat zum Beispiel einen mit vielen Hochglanzbildern. Da steht dann drin, wir tun alles gegen Korruption. Zum Beispiel, die Beschäftigten der Deutschen Telekom lassen sich keine Vorteile versprechen oder anbieten und sie nehmen keine Vorteile an. Wenn dadurch beim Vorteilgeber der Anschein erweckt werden kann oder wird, dass Beschäftigte hier durch die geschäftlichen Entscheidungen beeinflussbar seien. Zudem fordern die Beschäftigten der Telekom niemals einen persönlichen Vorteil für sich oder einen Dritten ein. Und Sie sehen hier auch die beeindruckenden Bilder, die Frau, die dann die Hand aufs Herz legt, die Frau, die die Lippen zumacht. Also alle bei der Telekom sind auf Ehre, Umweltschutz und Gerechtigkeit getrimmt. Man tut also alles, um da Gerechtigkeit zu erzielen. Wir haben darüber hinaus auch Kodizes von nationaler Wirkung, die nicht von Unternehmen stammen. Zum Beispiel einen Nachhaltigkeitskodex des Rates für nachhaltige Entwicklung, der Ihnen sagt, was man da so Schönes machen kann. Auch sehr attraktiv. Wir haben darüber hinaus auch zum Beispiel branchenweite Kodizes, zum Beispiel vom Verband der deutschen Versicherer, die sagen, wie man mit personenbezogenen Daten umgeht. Oder wir haben zum Beispiel die berühmten Abkommen, der berühmten Erklärungen der Internationalen Arbeitskonferenz, die zum Beispiel die Details des Streikrechts regeln oder der Urlaubszeit oder der Höchstarbeitszeit am Tag. Das heißt, auch da gibt es Empfehlungen, wie ein Unternehmen organisiert sein soll, damit eben keine Sklaverei ermöglicht ist. Es gibt auch den sogenannten Global Compact. Der hat 10 einfache Prinzipien, die dann allerdings auf vielen, vielen, vielen Seiten ausgeführt werden. Da stehen zum Beispiel so Sachen drin wie: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten. Klingt toll, allerdings bedarf es natürlich der Ausgestaltung, wie sie das machen sollen. Nummer 2 sagt noch deutlicher, Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. Das heißt, wenn der Staat die begeht oder ein Dritter, soll man nicht untätig daneben stehen, sondern man soll sich distanzieren und dann nicht von profitieren. Dann sehen Sie hier 4 blaue Ziele. Da geht es dann um Vereinigungsfreiheit, es geht um Rechte der Arbeitnehmer, Kinderarbeit und Diskriminierungsverbote. Dann kommen 3 grüne Ziele. Da geht es um Umwelt. Das sehen Sie, Unternehmen sollen Vorsorgeprinzip folgen bei Umweltproblemen und Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. Und last but not least sollen sie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen. Und schließlich haben wir wieder ein rotes Prinzip ganz am Ende. Gegen alle Arten von Korruption, insbesondere Erpressung und Bestechung, aktiv eintreten.
Klingt toll. Ganz zum Schluss noch die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Auch da finden Sie tolle Standards drin, die die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit vorgelegt hat. So finden wir zum Beispiel die tolle Regel: Unternehmen sollen alle aktuellen und exakten Informationen über alle wesentlichen Angelegenheiten veröffentlichen. Das soll sicherstellen, dass der Markt informiert ist und dass nicht hier etwa Informationen verschleiert werden und so Nachteile für die Abnehmer oder Zulieferer oder auch für den Rest des Marktes entstehen. Einschränkend ganz am Ende: Die Offenlegungspolitik soll Art, Größe und Standort angepasst werden. Das heißt, je kleiner, desto weniger muss man wissen. Also derjenige, der Kuckucksuhren im Schwarzwald selber mit der Hand montiert und die weltweit verkauft, muss weniger offenlegen als zum Beispiel Google, die überall mit sehr großer Marktmacht vertreten sind. Und die zweite Einschränkung: unter gebührender Berücksichtigung von Kosten, Vertraulichkeitserfordernissen und sonstigen Wettbewerbserwägungen. Das heißt, wenn die Information sehr aufwendig zu aktualisieren ist oder überhaupt zu veröffentlichen, oder wenn sie dadurch Nachteil erleiden würden oder die Konkurrenz daran sich orientieren könnte, dass sie eine Art Kartell hätten, dann dürfen sie auch von der Veröffentlichung absehen. Da das nur eine Empfehlung ist, betrifft das natürlich nur die freiwilligen Veröffentlichungen. Die Pflichtveröffentlichungen, etwa nach Kapitalmarktrecht, treten da in jedem Fall daneben. Also das ist sozusagen nur ein Bonus und eine Gestaltungsmöglichkeit im Rahmen des zulässigen Freiraums. Gleichzeitig soll sie aber die staatlichen Gesetzgeber anregen, entsprechende Sachen auch in ihre Gesetze reinzufügen, sodass da eben schon durch den Standard die Pflicht geregelt ist. Auch die Menschenrechte habe ich mal hier beispielsweise aufgeführt. Die Staaten haben die Pflicht, die Menschenrechte zu schützen. Das ist klar, das ist eine staatliche Pflicht. Aber jetzt kommt: Die Unternehmen sollen im Rahmen der Menschenrechte von allen Ländern, in denen sie tätig sind, aktiv werden. Und zwar indem sie die Menschenrechte achten und verhindern, dass negative Auswirkungen auf die Menschenrechte verursacht werden, beziehungsweise diese auf keinen Fall fördern. Sie sollen stattdessen den Auswirkungen begegnen. Das heißt, sie sollen darauf reagieren, wenn ein Staat Zwangsarbeit einsetzt oder wenn ein Staat die Arbeitnehmer zur Arbeit sonst zwingt oder wenn ein Staat Kinderarbeit begünstigt, dann sollen sie tätig werden und das verhindern. Sie sollen also nicht einfach nur tatenlos zusehen, sondern sie sollen sich dem zuwidersetzen und das Ganze im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften. Das heißt, nicht irgendwie nach Wildwestmanier, sondern in dem, was möglich ist. Sie sehen auch das wieder wischiwaschi, generalklauselmäßig formuliert, aber es soll eine Verhaltensrichtschnur sein und sagen: Wenn Menschenrechte verletzt werden, sei aktiv, lasse nicht zu, dass die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten wird, lasse nicht zu, dass religiöse Gruppen diskriminiert werden, greife aktiv ein und sorge für Gerechtigkeit. Im Hinblick auf Arbeitsrecht wird verlangt, dass Sie respektieren, dass Arbeitnehmer Gewerkschaften gründen. Sie wissen, bei bestimmten großen Unternehmen, gerade aus den USA, wird das ungern gesehen, dass sich die Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisieren. Da wird gesagt, das sollen Sie auf jeden Fall so weit wie möglich berücksichtigen. Und ebenso sollen Sie respektieren, dass die Arbeitnehmer durch Gewerkschaften vertreten werden. Frage: Sind diese Grundsätze, die ja, wie gesagt, egal ob sie von der OECD sind, von der Telekom sind, vom Global Compact sind oder auch hier vom Nachhaltigkeitsrat, sind das schon allgemein anerkannte Regeln? Sie würden sagen, das weiß doch jedes Kind, das ist doch selbstverständlich. Nein, das sind keine selbstverständlich anerkannten Regeln.
Das sehen Sie ja gerade an Streitigkeiten, wie wir momentan lesen, von Amazon gegen Gewerkschaftsgründungen. Das heißt, es gibt durchaus Unternehmen, die das anders sehen. Es ist eben keine einklagbare Pflicht. In Deutschland haben wir Artikel 9, aber Artikel 9 ist kein weltweiter Konsens, sondern das ist sozusagen nur nice to have oder best practice. Einen Zwang dazu gibt es aber nicht. Wenn das ein Selbstverständnis wäre, gäbe es wahrscheinlich auch schon entsprechende konkrete gesetzliche Regelungen, die wir in Deutschland ja haben, aber die in vielen Staaten eben fehlen und die auch momentan von den Staaten nicht als zwingend angesehen werden. Gibt es Schutzmöglichkeiten für Unternehmen, die sich an die OECD-Grundsätze halten, beziehungsweise für die eintreten, gerade mit Blick auf den Boykott westlicher Unternehmen in China? Naja, die Schutzmechanismen sind halt, theoretisch sollen alle guten Unternehmen zusammenhalten und die Unternehmen, die böse sind, boykottieren. Das heißt, die schwarzen Schafe sollen durch die schlichte Marktmacht verdrängt werden. Die ganzen Mechanismen basieren vor allen Dingen darauf, dass eben durch die Offenlegung von Verstößen die schwarzen Schafe vom Markt betroffen werden. Sie sind keine Ermächtigungsgrundlage für den Staat, dass der Staat jetzt da einschreiten darf. Das kann der Staat natürlich im Rahmen seiner normalen Rechtsordnung. Deutschland kann also Strafzölle auferlegen. Sie kennen das. Handelskriege haben wir gerade erlebt mit Trump gegen China. In der Theorie kann man sowas machen. Aber das ist eben dann eine staatliche Maßnahme. Diese ganzen Grundsätze sind nur Empfehlungen und sie sollen halt sagen, mit wem darfst du Verträge schließen und wem nicht. Und wenn du es nicht machst, dann bist du ein Guter, also wenn du mit jemandem keinen Vertrag schließt, der dagegen verstößt. Aber wenn du es trotzdem machst, können wir nichts dagegen tun. Also es ist einfach nur eine Empfehlung. Erst recht gilt das für die Umwelt, wo steht, wieder im Rahmen der Gesetzbestimmung und Verwaltungspraktiken sollen sie der Notwendigkeit des Schutzes von Umwelt, öffentlicher Gesundheit und Sicherheit in gebührender Weise Rechnung tragen. Was das bedeutet, kann man durchaus verschieden verstehen. Sie wissen das zum Beispiel beim Streit um Atomstrom. Die Franzosen sehen Atomstrom als das ökologisch sinnvollste und schönste, was man haben kann, während die Deutschen oder zumindest ein Teil der Deutschen das total verteufelt. Was jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Das ist extrem offen. Was die Regelung Ihnen nur aussagen soll, ist, versuchen Sie, so weit wie möglich Umweltbelastungen zu vermeiden. Was möglich ist, ist aber eine Frage des Einzelfalles. Leisten Sie im Zweifel einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Dann auch hier wieder die Korruption. Korruption gilt allgemein als schlimm, weil sie den Wettbewerb verzerrt. Das heißt, keine Bestechungsgelder, keine sonstigen Vorteile und auch keine Schmiergelderpressungen. Das heißt, Geld soll nur als Gegenleistung fließen und nicht im Vorfeld oder als notwendiger Mindesteintrittspreis. Auch hier wieder die Grenze natürlich fließend. Wenn Sie sagen, ja, das ist eine Provision oder das ist ein Werbekostenzuschuss, dann kommen Sie ja schon durchaus vorbei. Was genau verboten ist, weiß man nicht. Hier haben wir allerdings auch viele einzelstaatliche Strafnormen. Das heißt, auch da hat man Korruption im geschäftlichen Verkehr zum Beispiel im deutschen Strafgesetzbuch geregelt. Das heißt, da gibt es in der Tat zwingendes Recht. Aber auch hier wieder großer Spielraum, was dabei rauskommt. Ganz dubios wird es dann schließlich beim letzten Punkt der OECD-Grundsätze. Da geht es um Verbraucherschutz und das ist das, was Sie letztes Semester im UWG behandelt haben. Es geht um faire Geschäfts-, Marketing- und Werbepraktiken. Und wir haben letztes Semester schon gesehen, was lauter und unlauter ist, liegt extrem im Auge des Betrachters. Vor 30 Jahren stellte man darauf ab,
was der dümmste anzunehmende Verbraucher verstehen konnte. Und wenn der dümmste anzunehmende Verbraucher getäuscht wurde, hatte man direkt eine verbotene Irreführung. Heute haben wir ein normatives Verbrauchermodell. Wir stellen also auf den deutschen Durchschnittsverbraucher ab und gucken, wie hätte der das verstanden, der durchschnittlich aufmerksam, durchschnittlich informiert und durchschnittlich verarbeitungsfähig ist. Das heißt, der Maßstab ist hier ganz anders. Das ist also auch hier wieder ein Problem. Das sind sehr offene Standards, aber es sind alles auch nur Regeln, die ein Best Effort verlangen. Man soll also das tun, was einem möglich ist. Und auch hier wieder natürlich unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsordnung, die möglicherweise strengere oder weniger strenge Anforderungen macht. Letztlich beschränkt es sich also darauf, dass so viel Transparenz wie möglich gewährleistet wird, damit die Verbraucher sich rational entscheiden können. Gut, damit hätte ich dieses weite Thema auch abgeschlossen und wir hätten jetzt noch viel Zeit für Fragen. Ich sehe, es gibt keine Fragen. Also wie gesagt, Verhaltenskodizes können Vertragsbestandteil werden. Sie können sagen, wenn ihr dem Vertrag so wieder Kinderarbeit einführt, dann müsst ihr eine Vertragsstrafe zahlen oder der Vertrag wird gekündigt. Sie können die jeweiligen Staaten veranlassen, Regeln zu schaffen, die das Ganze verhindern. Das heißt, die machen so eine Regel, wo drin steht, ihr dürft hier keine Kinderarbeit einführen oder ihr müsst Gewerkschaften beachten. Und sie kann dazu führen, dass Unternehmen bloßgestellt werden, die sich nicht dran halten, indem gesagt wird, hier dieses Unternehmen hat nicht den Kodex unterzeichnet. Das heißt, die sind offenbar dagegen Kinderarbeit zu verfolgen oder die sind offenbar gegen Umweltschutz, indem man halt hier auf das böse Fingerzeigen setzt und hofft, dass dann die Unternehmen durch den Druck des Marktes zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden. Ich sehe immer noch keine Fragen. Wir sind deutlich zu früh fertig geworden. Dann würde ich sagen, machen wir einfach nächste Woche was länger. Dann kompensiert sich das wieder. Also würde ich sagen, machen wir dann mal Schluss. Wir sehen uns dann im Zweifel am Mittwoch wieder bei Kartellrecht. Und ich wünsche Ihnen noch einen... Gibt es Studien zur Effektivität von Codes of Conduct? Ja, gibt es. Und die meisten der Studien sagen, dass die sehr erfolgreich sind. Deshalb setzt man da auch zunehmend drauf, weil eben gerade bei großen Unternehmen das sehr, sehr wichtig ist, eben den Leuten zu signalisieren, was man alles Gutes tut. Also Unternehmen wie Google oder Apple oder Coca-Cola überlegen sich gut, welchen Code of Conduct sie rausgeben und dass sie den auch einhalten. Wenn sie gar nichts sagen würden, würde man ihnen das im Zweifel ankreiden, weil die Konkurrenz sowas hat. Das heißt, es gibt da einen gewissen Gruppenzwang, dass man gegenseitig sagt, wenn der das macht, müssen wir da zumindest mithalten. Leider gibt es auch kein Rennen darum, den strengsten Code of Conduct zu machen. Ganz so schön ist es da nicht. Das heißt, es gibt da eine gewisse Grenze. Gut, dann, wenn es nichts weiter gibt.